Moin moin Leute, hier ist UniH aus Hamburg. Hamburg Calling ist für euch am Start. Heute mit einem neuen Video über den Obelix-Barbaren. Und dazu noch meine bisherige Einschätzung des Barbaren in Reaper of Souls und seinem Werdegang. Dazu später mehr. Ich möchte euch einmal aufzeigen, was sich getan hat bei mir in puncto Gear und Skillung. Denn da gibt es doch eine kleine Abweichung zum vorigen Guide, den ich gemacht habe. Und zwar habe ich den Waffenwurf gegen Raserei ausgetauscht mit der Rune Frontsoldat. Dieser begünstigt mich darin, noch schneller durch oder übers Schlachtfeld zu laufen, nämlich um 15%. Warum habe ich diesen Schritt getan? Ganz einfach und kurz erklärt. Ich habe mein Gear nämlich auf prozentualen Schaden umgewandelt und neu bestückt. Denn mir ist aufgefallen, dass sich ab einem gewissen Maß und einem gewissen Level der prozentuale Damage doch mehr lohnt, als jetzt weiterhin auf Crit Damage oder Crit Chance oder IAS zu gehen. Somit haben wir hier auf den Schuhen 15% mehr Damage allein nur für den primären Angriff von uns, nämlich den Felswurf. Und nochmal auf den Armschienen 12% Schaden für physische Fertigkeiten. Denn Felswurf ist physisch. Durch die Rune Frontsoldat ist auch Raserei physisch. Und eben Erdrutsch mit Laha ist auch physischer Schaden. Somit gibt es für jegliche Damage Skills, die ich benutze in diesem Bild, ein Schadensbuff. Und dieser wirkt sich wirklich sehr, sehr gut und schön auf die Monster aus, dass man es spürbar ersichtlich merkt. Die Waffe, die ich mittlerweile benutze, ist dieses nette Stück Ausbruch des Zorns. Ordentlich Vita-Push, ordentlich Stärke-Push und ganz wichtig noch ein netter sekundärer Affix, nämlich 10.000 Leben pro getöteten nämlich noch ein sehr schöner sekundärer Affix, 10.000 Life pro getöteten Gegner. Warum Raserei? Ich habe gemerkt, dass man den Felswurf-Barb auch mal im Nahkampf spielen sollte. Nicht nur aus der Distanz, wofür der Waffenwurf ja wirklich noch sehr, sehr gut war, sondern wir suchen direkt mal die Konfrontation. Und können eben durch Aufstecken des Skills Raserei unsere Schlaggeschwindigkeit erhöhen. Das wiederum hilft uns, Life zu procken über Life on Hit und bringt zusätzlich mehr Damage wieder an den Gegner, an den Mann. Außerdem ist mir während des Farmens, jetzt seit gut einer Woche ist ja Reaper of Souls draußen, ist mir etwas zum Obelix-Barb aufgefallen. Und nämlich ist seine Spielbarkeit doch ein wenig beeinträchtigt. Zumindest soweit ich ihn jetzt getestet und auch aktiv wirklich gespielt habe, muss ich diesen Entschluss leider doch mal äußern und es ist nur mehr als fair. Denn ich stelle jetzt einfach die Prognose auf, dass der Obelix-Barb ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad nicht mehr so effektiv und nicht mehr so spielbar ist, wie es für den einen oder anderen momentan und derzeit noch erscheint. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal wirklich bedanken für die ganzen netten, positiven Feedbacks über die Guides, über YouTube und über aria.de von dem schriftlichen Guide, den ich erhalten habe, via Twitch, via Facebook. Das waren wirklich tolle Momente, wo ich von euch da positives Feedback, wie schon gesagt, erhalten habe. Und das motiviert einfach auch mich weiterhin. Oh, einmal hier kurz. Das motiviert mich einfach auch weiterhin für euch Videos zu machen und am Ball zu bleiben. Aber wieso komme ich auf einmal, oder was heißt auf einmal, also wieso komme ich zu dem Entschluss zu sagen, der Felswurf-Barb
hat auf den höheren Stufen nicht die Durchschlagskraft, wie wir sie jetzt hier gerade sehen. Und das kann ich euch auch erklären. Wenn wir im Solo-Game sind, haben die Monster einfach weniger Life. Wenn wir in der Gruppe spielen, weiß man, ist das Life gebufft, ist der Schaden ein bisschen höher. Und wir hauen zwar massiven Schaden raus mit dem Obelix-Bart. Jedoch langt der Schaden nicht aus, über längere Kämpfe hinweg die Oberhand zu gewinnen. Der Barb oder der Felswurf-Barb lebt halt davon, Wut aufzubauen und diese Wut dann in einem mächtigen Schlag, nämlich im Felswurf, wieder auszuteilen, ans Monster zu bringen, an den Mann zu geben. Das klappt auf so einer Schwierigkeitsstufe wirklich, wirklich gut und sehr, sehr eindrucksvoll. Erhöht sich allerdings der Life-Pool von den Monstern, dauern die Fights einfach enorm lange, weil ich immer wieder neu aufbauen muss, um auch wirklich einen adäquaten Schadensoutput zu haben. Um die Gruppe zu unterstützen und nicht nur die anderen die Arbeit machen zu lassen. Wenn man alleine spielt, hat dieser Schadensoutput auf jeden Fall genug Power, um ein schnelles, erfolgreiches Farm zu ermöglichen. Und es erfreut mich auch immer wieder zu sehen, wie die Monster einfach in höherer Zahl um mich herum direkt down gehen. Aber sagt euch wirklich gesagt sein, ich habe es versucht auf höheren Stufen mit meinen Jungs in der Gruppe und der Schaden kommt dann doch nicht wirklich so an, wie es hier jetzt erscheint. Und das ließ mich auch relativ schnell meine Gedanken in die Zukunft des Barbs schweifen und wie sich da wohl der Barb durchsetzt und auch etablieren kann. Denn ich habe einfach gemerkt, im Gruppenspiel habe ich nicht die Power, die Durchschlagskraft. Deswegen habe ich auch meinen Schaden und mein Spielstil in der Gruppe verändert, angepasst. Das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Ich habe am Anfang gesagt, im Guidepunkt 2.0, Zweihänder wegen den hohen Waffendamage muss oder ist Pflicht. Mittlerweile habe ich zwei nette Einhänder bekommen und ihr seht das schon am Schaden. Er steigt enorm. Und genau aus dem Grund, weil der Schaden einfach wirklich ein anderer ist, auch durch doppelten Crit Damage, haben wir jetzt auch beim Felswurf ganz andere Damage-Zahlen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich habe darauf jetzt gar nicht so geachtet, aber es sind ungefähr 10 bis 12 Mille mehr an kritischen Treffern. Die wirklich dann ausgeteilt werden. Und hier ist halt Raserei auch noch vom Vorteil. Durch die Einhänder haben wir natürlich einen viel, viel höheren Attack Speed, können dadurch noch schneller Damage verteilen und die einzelnen Affixe von den Legendary Einhändern geben dann zusätzlich noch Schaden mit, wie jetzt diese elektrischen Blitze. Wobei ich da natürlich auch nicht die beste Blitzwaffe habe, da hat der ein oder andere von euch sicher schon andere Waffen gefunden. Also lasst euch gesagt sein, der Felswurfbar mit zwei starken Einhändern funktioniert dann doch noch besser als mit einem starken Zweihänder. Aber jetzt zurück zu meiner Meinung über den Barb und der Spielbarkeit in der Gruppe. In der Gruppe wechsle ich dann doch auf Feuer und auf Hammer der Uhr an. Denn, was ich, bevor ich auf die Zweihänder zu sprechen kam, worauf ich hinaus wollte, ist,
Ihr habt in eurer Gruppe, mit der ihr zusammenspielt, bestimmt Wizards, Witch Doctors oder Crusaders und natürlich auch Monks. Also eigentlich jede andere Klasse außer der Barb. Und bei mir in der Gruppe ist es so, die spielen alle mit viel, viel Erfahrung und viel, viel Zeitaufwand und können damit sehr schnell einschätzen, wie stark der jeweilige Mitläufer in der Gruppe ist und wie sich das der Damage Output auch verhält. Zusätzlich gibt es da noch kleine Hilfsprogramme, die man benutzen darf. Sage ich jetzt einfach mal. Und die proggen und rechnen das halt auch noch relativ ersichtlich aus. Und da ist halt bei rumgekommen, dass wenn ich da mitgelaufen bin, mit meinem Felswurf-Barbar, dass es an Damage nicht mehr so gelangt hat, als wenn jetzt ein zusätzlicher Witch-Doktor oder ein zusätzlicher Wizard dabei war. Das hat natürlich zur Folge gehabt, dass ich erstmal ein bisschen deprimiert war. Mein Tiefspunkt hatte ich, als ich beim Doxen war und mit Leech zusammen die Nacht durchgemacht habe. Und da ein gewisser Toshi, ein sehr, sehr starker Wizard aus deren Community, mitgelaufen ist. Und dieser junge Mann hat als Wizard einen unglaublichen Schaden an den Tag gelegt. Und es war ja wirklich das erste Wochenende nach dem Release und es war sagenhaft. Also ich habe einfach mich auf Zähigkeit verlassen und bin T5 gelaufen mit den Jungs und es war enorm. Und ich habe mich einfach, ja, wie ein Anfänger gefühlt und ich wurde gezogen. Und dann habe ich gesagt, wie kann das sein? Wie ist das zu erklären? Hab gute Werte, was Schaden und Zähigkeit sozusagen angeht, aber wieso bringe ich diesen Damage nicht so an Mann wie die anderen Klassen, die vermeintlich vielleicht weniger Damage haben als ich. Und es liegt einfach daran, dass der Barb keine AOE Damage Spells hat. Zumindest nicht in der Bandbreite und der Masse wie die anderen Klassen. Das heißt, der Flächenschaden, den der Barb an den Mann bringt, ist halt relativ überschaubar. Der Barb ist halt mehr derjenige, der Single-Targets anvisiert und deswegen den Schaden eher direkt gezielt an einen Gegner bringt. Das war in Vanilla eben anders. In Vanilla hatten wir unsere Wirbelwind-Skillung, Dauerbersi, Zerfleischen, Abfahrt. Dazu noch Sprints mit den Tornados. Das war natürlich ein massiver Flächenschaden, der da aufgetreten ist. Der konnte sich sehen lassen. Der war natürlich aber auch overpowered. Deswegen hat Blizzard ja nun diesen Schritt begangen. Es ist auch nicht schlimm. Nur man muss sich dessen bewusst sein, dass man jetzt als Barb ein anderes Ziel erstmal verfolgen muss. Dass das in Zukunft vielleicht anders ausschaut. Wenn sich nämlich gewisse Sets, zum Beispiel wie das Erdbeben-Set, gefunden haben und es tragbar ist für einen, dann kann es sich wieder verändern. Aber es ist halt sehr, sehr itemabhängig. Vor kurzem war der gute Baudesau bei ariad.de zum Podcast eingeladen. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, dem Guten mal eine Frage zu stellen, um mal seine Einschätzung, die natürlich sehr früh ist, aber trotzdem, ihn als großen Barb-Fan, wollte ich einmal mal fragen, wie sieht er den Barb in Endgame und auch nicht so sehr auf spezielle Items abgezielt, sondern wirklich, was meint er, was steckt drin, was ist noch rauszuholen? Und das hören wir uns einmal an, was da seine Antwort war. Der Uni-Age hat eine Frage. Also, Herr Kollege, was denken Sie über den Barb im Endgame? Wie sehen Sie seine Chancen an? Man weiß ja, dass zum Beispiel gerade die Int-Klassen momentan einen enormen AOE-Output haben, der das Riften und Co. jetzt schon ab T5 möglich macht. Ja. Meinen Sie, der Barb hat noch die Power, ein DD zu sein und diesem ehemaligen Ruf nachzukommen? Auf höchstem Schwierigkeitsgrad T5, T6, versteht sich, und ohne sich mit einem Schrein zu buffen. Ich finde es eine schwierige Frage und bin gespannt, was Sie jetzt antworten. Grüße vom Uni. Das ist eine gute Frage. Also steht so ein bisschen auch an die vorherige Frage an über den Barb. Ich glaube, der Barb hat
wie gesagt, ein riesiges Potenzial. Es ist, glaube ich, nicht so, dass er schwächer ist als andere Klassen, wenn man die richtigen Items hat. Wenn du jetzt natürlich sagst, ohne den Schrein zu buffen und ohne, da sind auch andere Klassen schlechter. Also ich glaube theoretisch, dass es möglich ist, auch T5, T6 effizient mit ihm zu farmen, aber da müssen wir noch eine Menge rausfinden und vor allen Dingen auch Items finden und dann auch wirklich in den Details dann auch verbessern und auch verzaubern. Und ich würde aber nicht sagen, dass er irgendwie schlechter ist als andere Klassen. Finde ich sogar eher im Gegenteil. Also ich finde ihn ehrlich gesagt, ist er momentan vielleicht wieder die stärkste Klasse sogar. Ich weiß es nicht genau. Also vor allen Dingen die Kombination bei ihm macht es halt aus, dass er so schnell ist und viel Damage spielen kann. Ich meine, andere Klassen sind auch schnell, aber da und ja, der Barb, der überlebt dann halt auch noch, also in höheren Stufen. Es ist auf jeden Fall schwer und ich, zum Beispiel, ich persönlich kann mit meinem Barb noch nicht T5, T6 farmen. Es geht schon, aber nicht, dass es effizient ist. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nicht andere Klassen gesehen, die das können. Also da, zum Beispiel, du sagst jetzt, Riften und Co. jetzt schon auf T5 möglich, dass es möglich ist, ja, aber dass es die wirklich gut können. Effizient farmen ist halt noch was anderes. Und da sehe ich auch andere Klassen noch nicht so weit, lang noch nicht so weit. Aber ich glaube, was halt... Ich glaube, was halt ausschlaggebend ist, ist das, was du halt auch vorher gesagt hast. Also mit dem Barb muss man sich, glaube ich, sehr, sehr viel beschäftigen. Also ein Zauberer ist sehr viel zugänglicher und hast du sehr viel schneller so verstanden, dass du da halt viel Damage mit rausblasen kannst. Das geht halt mit dem Barb nicht ganz so schnell. Also zumindest das, was ich jetzt gesehen habe bei anderen Leuten oder was ich zum Teil auch zum Schluss noch von 201 erlebt habe. Ja, es ist wirklich immer so und auch, es war auch vorher schon so ein 1.08, wenn man den Barb nicht optimiert hatte, war der schwach. Ja. Also wenn man da nicht mit Wirbelwind und Breakpoints und Waffenlehre und das ist wirklich, hat wirklich eine Tiefe. Man wird ja immer über Diablo gesagt, ach, das ist für Casuals und ja, das ist alles so einfach und es ist nicht so. Gerade, also ich kann da wirklich nur über den Barb in dem Detail reden, aber es ist überhaupt nicht so, sondern es ist verdammt komplex. Und gerade das Zusammenspiel aus den Skills und dem Gear, da ist, glaube ich, noch eine Menge drin beim Barb. Und es gibt auch, glaube ich, noch nicht vielleicht ein paar, aber nur ganz wenige Barbs, die da schon alles haben und alles ausprobiert haben. Wenn man mal auch überlegt, nur mal ganz kurz auch noch mal auf Classic zu kommen, der Wirbelwind-Barb, den gab es irgendwie nach einem halben Jahr oder nach 3, 4, 5 Monaten. Stimmt. Oder der erst erfunden. Ja. Der wäre aber schon von Anfang an eigentlich möglich gewesen. Also, das dauert auch einfach mal, bis sich da so ein Metagame entwickelt und alle Sachen auch mal wirklich rausgefunden werden. Also da würde ich mich überhaupt noch gar nicht festlegen, ob eine Klasse, die ist stärker, die ist schwächer. Sondern das kann sich alles noch extrem ändern. Ja, das war seine doch sehr ausführliche Antwort auf meine Frage hin, wie er denn jetzt den Barb im Endgame sehen wird. Und danke an dieser Stelle nochmal, Bau, dafür, dass du wirklich da so ausführlich drauf eingegangen bist. Und du machst natürlich allen Barbs wirklich große Hoffnung. Und ich bin auch... Ja, ich bin doch ziemlich... Ziemlich bestärkt aufgrund deiner Aussage, dass du auch in dem Barb nach wie vor die stärkste Klasse siehst. Und ich freue mich halt wirklich selber auch darauf, wenn sich mein Gear dahingehend verbessert, wie schon erwähnt, zum Beispiel mit dem Erdbeben-Set, was wirklich eine enorme Verbesserung ist für einen selber. Ich bin gespannt, was aus dem Barb wird. Ich hoffe, dass ich für mich persönlich gesprochen, hoffe ich halt, dass ich mich weiterhin so verbessern kann, dass ich wirklich einen guten Teil dazu beitrage, meine Gruppe zu carryen vielleicht auch und voranzutreiben in den Rifts auf den höheren Schwierigkeitsgradstufen. Und ja, ich bin wirklich auch guter Dinge, dass Reaper of Souls ein Langzeit-Motivationsfaktor hat für uns Gamer. Egal welche Klasse. Ich meine, es ist jetzt schon viel passiert in der ersten Woche. Also manche Leute sind auch echt weit schon, aber man muss auch mal die Zeit sehen, die sie da schon wieder reingesteckt haben. Und ich glaube, für die breite Masse der Spieler wirkt es auf jeden Fall eine viel längere Motivation diesmal als D3 Vanilla. Und mit dieser guten und rosigen Aussicht möchte ich mich verabschieden und danke euch fürs Zuschauen,
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, vielleicht abonniert ihr auch den Channel oder ihr besucht mich mal am Mittwoch um 20 Uhr auf meinem Stream auf Twitch. Alles weitere, alle Infos, die ihr dafür benötigt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich danke euch, Leute. Bis dahin, reingehauen.